1293 vom Bischof von Passau gegründet, hat das Stift Engelszell in Österreich eine jahrhundertealte, bewegte Geschichte. Damals war es in Händen der benachbarten Zisterziensermönche aus Villaring bei Linz. Heute leben und arbeiten 5 Trappistenmönche in Engelszell, kümmern sich um den Erhalt des Stifts und geben Führungen. Einer von ihnen ist Pater Christian. Wer unsere Kirche betritt, wird umgehauen von den schönen Malereien des Künstlers Altomonte. Es ist eine wirkliche Rokoko-Pracht, die sich vor dem Besucher entfaltet. Das Hochaltarbild zeigt das Motiv Maria Königin, wie sie vor den Augen der Jünger in den Himmel emporgehoben wird. Altomonte, dieser Künstler, hat die Krönung Mariens in die Apsis hineingemalt. Nahezu ein Stilbruch zur Rokoko-Pracht ist das moderne Deckenfresko im kubistischen Stil des Nachkriegskünstlers Fritz Fröhlich. Das ursprüngliche Gemälde war durch einen Wasserschaden zerstört worden, die Decke folglich weiß. Als der Abt Benno Stumpf den Auftrag erteilt hat, die Kirche neu auszumalen, bekam der ortsansässige Künstler Fritz Fröhlich den Auftrag mit 2 Bedingungen. Es muss passen und das Thema muss Maria Königin sein. Das Bild ist zentral. Die Maria Königin in der Mitte, umgeben von einem Lichtschein. Und was das Reinpassen betrifft, das überlasse ich natürlich jedem persönlich, ob er das irgendwo als passend empfindet. Achten Sie aber auf die Farben, Sie werden sofort entdecken, Fritz Fröhlich hat dieselben Farben verwendet wie der barocke Maler Altomonte. Und diejenigen, die das Bild sehen, erfreuen sich an dem größten Fresko, das nach dem Zweiten Weltkrieg in der Welt gemalt worden ist. Im tiefsten Herzen des Trappistenkonvents und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist die Bibliothek. Ein wahrer Rückzugsort für die Mönche. Wir haben natürlich hier einen Raum, der auch in künstlerischer Sicht sehr viel zu bieten hat. Wiederum gestaltet von Altomonte, der auch die Stiftskirche ausgemalt hat, sind hier herrliche Deckenmalereien und Stuckarbeiten zu finden und bieten dem Lesenden ein angenehmes Ambiente, was wirklich einlädt, hier länger zu verweilen. Weltweit bekannt ist Engelszell zudem für seine stiftseigene Likörerzeugung und seine Brauerei. Beides wichtige wirtschaftliche Standbeine für die Trappisten. Die Liköre werden seit ca. gut 80 Jahren produziert bei uns in Engelszell direkt. Der Leiter ist immer ein Mönch mit 1-2 Mitarbeitern. Und wir sind bekannt für die große Vielfalt und ja, mit unserem Flaggschiff, sagen wir es mal so, der Engelszeller Magenbitter. Sind wir weltweit fast bekannt. Ja, und wir haben seit 2012 dann noch ein zweites Standbein dazugenommen, unser Trappistenbier. Wir waren da die 8. Trappistenbrauerei weltweit. All das sind nur ein paar der vielen Besonderheiten, die das Stift Engelszell ausmachen. Welche Schätze es noch birgt, erfahren Sie am besten bei einem Besuch. Informationen gibt es im Internet auf stiftengelszell.at.